Ja, dann spiel du mal, wa? Wie jetzt? Den Query. Wie soll ich das denn machen? Kann ich dir den Spielstand schicken? Geht das? Keine Ahnung. Warum? Also. Ich habe gerade keine Lust, ich würde lieber zugucken. Okay. Ja, keine Ahnung, ob das geht. Also wahrscheinlich hier nicht über die PlayStation, oder? Keine Ahnung, wie ich überhaupt so einen Spielstand finde, wo der überhaupt gespeichert wird. Die ganze in den Einstellungen kannst du die, glaube ich, auf einen USB-Stick speichern oder in deine Cloud laden, aber. Voll arm. Ja, hast du keinen Bock oder was? Doch schon, aber ich bin gerade total down. Warte, ich guck mal eben, wo ist das denn? Der Query hier. Zack. Hochladen oder runterladen, was ein Dreck, ey. Schade. Naja. Ja, es ist echt enttäuschend, was die mit dem Multiplayer hier gemacht haben, ey. Voll. Voll frustrierend, nicht nur enttäuschend, ey. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, wieso die das machen. Nee, ich auch nicht. Ist einfach völliger Schwachsinn. Ja, das Einzige, was so eine Erklärung wäre, ist, dass das irgendwie aufwendig ist oder kompliziert, aber das ist es ja nicht. Nee. Ich meine, das kriegt ja jeder irgendwie hin und ich meine, die haben ja jetzt einen Online-Modus irgendwie. Ja. Also, wenn sie sich das ganze Online-Ding sparen würden, könnte man sagen, okay, das ist vielleicht den Aufwand, dann okay, haben sie sich gespart, aber sie haben ja jetzt irgendwie was online gemacht, nur halt voll scheiße. Wir haben schon 1 Stunde 16 gespielt. Naja. Hatte ich eingeladen, The Quarry zu spielen. Ist eigentlich auch der Witz des Tages, ey. Ja. Eigentlich hat er mich eingeladen, Quarry zuzugucken. Ja. Ich glaube, ich kann auch alle Leute hinzufügen, die das Spiel nicht haben. Echt jetzt? Ich konnte die jetzt alle auswählen. Ja, das kannst du bei Alle. vielen Spielen. Ja. Dann kriegen die eine Einladung, dann nehmen die die Einladung an, dann werden die automatisch zum Shop durchgeleitet. Gut, hab das Spiel direkt gekauft. Und dann haben das Spiel direkt gekauft und Premium-Pass abgeschlossen. Ja, auf lebenslang. Ja. Ich verstehe den gar Wir nicht. sind bald weg von hier, Ah, okay? jetzt. Ich auch nicht. Ich hatte den auch nicht verstanden. Kein Grund für Weil so einen die Wand Stress, dazwischen okay? war. Es wird schon alles gut gehen. Das hält uns doch nur auf. Nein, sollte ich das? Wenigstens ist er nicht im Weg. Apropos, je länger ich hier telefoniere, desto länger. Aber klar, adios. Was machst du, Hackett, ja? Sorry, ich wollte nicht lauschen. Ich habe nur gewartet. Gelauscht. Also ich meine, ich habe gehört. Ich habe nichts verstanden oder so. Alles cool, Champ, bloß komm rein. Sorry, das Rausschicken tut mir leid.
Kann ich helfen beim Schlüsselsuchen? Nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also was, du wolltest was fragen? Oh, ja, es war wegen der Animationsschule. Was denkst du, sollte ich tun? Richtig. Also, lasse ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern, wenn ich auf dem Campus wohne? Meine Mom ist eigentlich nie da und dann ist Sarah ganz allein. Unsere Familie ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Ach so, ja, so war das. Witzig, ey, wenn du nichts machst, kann ich auch nichts aussuchen. Ich muss erst warten, bis alle gewotet haben und dann kann ich alle überstimmen. Genial gemacht. Einfach genial. Leute, was denkt ihr so? Was sagt der Diktator? Genau, so ist Hitler-Modus. Ja. Der Diktator-Mod. Einer von den Guten. Aber... Komm, Chris. Weißt du, wie viele Eltern mich anrufen? Sie kriegen Briefe von ihren ängstlichen Kids. Die wollen heim. Versteh doch, zahlen die Kids vom Sommercamp zu vergraulen, ist schlecht fürs Business. Also bitte, spar dir die Gruselstories. Kannst du eigentlich sehen, was ich auswähle? Wenn du es ausgewählt hast, dann sehe ich es. Das war nur so eine Story von dem weirden Kind. Sogar mit Prozentanzeige. Hey, komm das nie wieder, ja? In Hackett's Quarry ist jeder auf seine Weise cool. Ihr Betreuer habt ihr große Verantwortung. Macht die Kids glücklich und beschützt sie. Lass den Quatsch. Ey, ja. Er ist jetzt der, dem das Sommercamp gehört? Oder wie? Und gleichzeitig ist er da Bulle oder was? Nee, das ist doch der Pfadfinder-Outfit. Ah, das ist seine Pfadfinder-Outfit, okay. Ja. Was ist los? Oder? Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Keine Ahnung, ja, kann sein. Ja, doch, stimmt. Ich bin immer so ein Officer, Doofy, ey. Bis jetzt hätten wir alles gleich genommen. Wieso? Es wird dunkel, Ryan, und dann sind die Straßen gefährlicher. Und Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß. Genau. Gott, verdammt, wo sind sie? Wenn eins Spaß macht, dann Sicherheitsschuhe und Helme. Ja. Grüßt du bitte auch Caleb und Kelly von mir? Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Echt? Du siehst doch nächstes Jahr. Ich grüße sie nicht. Nicht so recht, was sie will. Hat ja noch ihr Leben vor. Das ist schlecht, das Bild, ey. Die beiden kommen und gehen einfach, wie sie wollen. Teenager, habe ich recht. Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kommt doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Ich stehe am Wellen. Pack sie in meine Hose, komm ins Office. Hä? Hm. Ah, da sind sie. Aha. Ja. Bring ihnen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln. Wie kommt es, dass du los geht das? Ich hab's los geht das? Hättest du es vom Abgeben ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. Kackbuhn. Was passiert ist, ist passiert, Mann. Gut. Dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Also los geht's. Was ist denn? Ach, oh, Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt nicht an, Mr. Ed. Hm, das sehe ich. Ja, Alter, das Ding ist kaputt.
Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Oh, vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch. Ach, fick dich. Hört auf! Aufhören alle beide! Shit. Okay, schon, Alter, schon. Chill! Chill, los. Alter! Verdammt! Ich sagte doch, ihr Kids sollt alles checken. Haben wir. Es sollte funktionieren. Tja, von könnte und sollte haben wir jetzt aber nichts, oder? Verdammt! Jetzt ist er nervös. Eieiei, jetzt müssen sie über Nacht da bleiben. Okay. Okay. Hey, ist doch nichts dabei, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Nein! Du, stopp! Lass mich denken. Okay. Das Verhalten von dem finde ich gerade sogar gruselig. Ja. Du hast recht, du hast recht. Ja. Seid ihr nicht einen Tag eher gefahren, wenn was? Der Tag so kritisch ist? Ja. Nimm mein Auto. Oh. Hey Ryan, komm mal kurz. Was hat er denn bloß? Dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließ die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Kannst du mir das versprechen? Warte, wir dürfen nicht rausgehen bis zum Morgen? Wieso? Wo gehst du hin? Ryan, ich bitte dich, vertrau mir. Ich vertrau dir auch. Kannst du das? Nö. Schließ die Tür! Und um Gottes Willen, seid leise! Ja, ist schwierig, wenn er da einen auf mega panisch macht und dann einen auf Geheimniskrämer. Aber vertrau mir, ja. Ist überhaupt kein Problem. Also, was sollte die Nummer? Er sagt, wir sollen reingehen und drinnen bleiben bis morgen. Du verarschst mich. Du verarschst mich. Was sollen wir denn tun? Knackseln. Wir gehen jetzt besser rein. Wir könnten reingehen bis zum Morgen. Ja. Oder wir können es lassen. Krass, krass die Optionen ausgelotet. Was soll das werden? Kein Mr. Hackett oder kreischende Kids. Nur ein Haufen Erwachsene, bereit mal so richtig die Sau auszulassen. Oh, geile Idee! P-A-R-T und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay, okay, okay. Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Oh, Alter. Fuck ja, bin dabei. Nick, du auch. Ich mach mit. Dylan auch, offensichtlich. Kumpel. Caitlin? Als ob's zur Diskussion steht. Ja, yeah, okay. Was sagst du? Ja, klar. Mr. Hackett schien's wirklich wichtig zu sein mit der Lodge. Wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie Ryan mit seiner Gruselstory. Warum sollte er das machen? Das ist eine gute Frage. Ich denke nicht, dass er uns Angst machen will, Jacob. Ich glaube, er hat echt Schiss vor irgendwas. So ein Scheiß. Chris schien die Sache sehr ernst zu sein, Leute. Jetzt zier dich nicht so, Mann. Komm, eine letzte Nacht. Ja, Alter, aber er erfährt's nie. Ich hab's versprochen. Nee, schon gut. Alter,
Ist schon gut. Wir haben es kapiert. Schon klar, du. Es ist gelangweilt. Ja, ist halt nicht jeder so scheiße. Oh. Wisst ihr? Ihr könnt machen, was ihr wollt. No. Ich mach, was Chris gesagt hat. Ryan, komm schon, Mann. Warte. Okay, 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 Hacketiere. Partyplanungskomitee, los geht's. Okay, fangen wir an. Nick und Abby, ihr geht Feuerholz besorgen. Emma und ich plündern zusammen die Vorratskammer. Und Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuch unsere Handys zu laden oder so. Okay, los geht's. Oh, ein Sniper? Sieht so aus. Oder ein Spanner. Oder beides. Ist der voll Blut, der Rechte? Scheint irgendwie so. Ist das der Typ? Der ist voll bekannt, der Schauspieler. Der Alte? Ja. Ja? Was ist mit dem los, Alter? Ach, das machen die extra. Die haben nicht geschlachtet, ja. Oder was? Nee. Jagdsaison. Na gut. Na, da sind wir doch mal gespannt jetzt. Zirkuswagen. Ich hab gehofft, dass du zurückkommst zu mir. Lass sehen, was du hast. Die Mäßigkeit. Das heißt Balance. Ausgewogenheit und Ausgleich. Oder du schwelgst in Exzessen. Mäßigkeit. Du hast die Wahl. Aber merke dir, manchmal führt Mäßigkeit zum Gewinn in deiner Zukunft. Ich kann dir noch mehr zeigen, wenn du willst. Ach nö. Nö. Gut. Gut. Bist du beleidigt? Ja. Dafür sterben wir jetzt. Du gehst besser los. Es ist noch früh und der Mond scheint hell, aber die Zeit wartet nicht. Nicht auf die, die erzählen wollen. Boah. Sei wachsam. Gib gut auf dich acht. Und suche nach meinen Karten. Ja, dann sag mal, wo die sind. Die Spritze. Ach ja, wir haben ja die Spritze zuvor selber gekappt, ne? Ja, ja, der Typ war stimmt. Das. Stimmt. Prozent des Rudels haben beschlossen, sich Ryans Podcast anzuhören. Ja, das wäre jetzt interessant, wenn wir das nicht schon alles gesehen hätten, ne? Das sind die Ergebnisse, die Abstimmungsergebnisse meinst du, ne? Ja, ich meine, wir sind ja jetzt nur zwei. Siehst du auch die Prozentzahlen da immer dann kommen? Oder siehst du nur, was passiert? Ne, ich sehe auch die Prozentzahlen. Okay, dann ist das ja wirklich Schwachsinn. Das ist nur so eine Zusammenfassung irgendwie. Ja. Wir sitzen fest. Gestrandet. In der Wildnis Amerikas. Und nur unser Verstand kann uns retten. Bleiben wir Menschen oder werden wir zu Kannibalen, die das Fleisch von Verstorbenen essen, wie in diesem Flugzeugkatastrophenfilm? Wer Hochkant-Videos macht, ist zumindest nicht weit entfernt von einem Kannibalen. Filet Jacob.
Der Genuss dieses heißen Muskelbergs kann einen strengen Geschmack im Mund. Ja, okay, ich fühle was anderes. Aber man gewöhnt sich daran, schätze ich. Komm schon. Wow. Was macht der? Was? Er wird die Tür zu knacken. Aber warum? Die können doch einfach, die sollen doch da rein. Also der hat doch einen Schlüssel, oder nicht? Ich hab's gleich, okay? Vielleicht ist das die Gartenhütte. Damit du es weißt, dieser Vergleich trifft mich wirklich schwer. Oder die Alkoholhütte. Gleich. Eine Sekunde. Tür eintreten. Nee. Na bitte! Und? Viola. Ihre Spange, Madame. Kannst du behalten. Gar nicht übel, oder? Verspielt. Ich mag Männer mit geschickten Händen. Ich heiße auch Mr. Magic Fingers. Nicht wirklich. Okay, also. Wenn ich ein Bier wäre. Wie die Alte dahergeht, wie die ihre Brüste rauspresst. Macht man heutzutage so. Ja, ist so. Was wird das denn? Guck mal, steht im Bogen. Oh, das ist mein Bier da. Ich suche nach Bier. Hm. Wieso merke ich erst jetzt, wie unfassbar lame du bist? Was? Aber das ist mein Bier da, Mann. Ich gehe woanders hin. Scheiße, ist dieser komische Bierscheiß nicht angekommen bei ihr? Verrückt. Komisch, ne? Ja. Mr. H liebte seine Accessoires. Ein Tresor. Ist aber verriegelt. Wäre auch zu einfach gewesen. Ja, ich wollte gerade sagen. Was? 4x0 oder was? Oder 1, 2, 3, 4? Oh. Beides. Oh. Ha, ja! Oh. Jackpot! Hey, Jackpot? Hier. Einfach ein Loch einschneiden. Mhm. Dann rein mit dem Wodka. Und Partytime. Du kippst einfach den Wodka da rein? Ja, mehr Spaß kann man mit einem Loch in der Melone nicht haben. Oder... Wobei. Okay, ich lasse euch zweimal. Okay, das läuft wohl nicht so mit den Anmachsprüchen bei dem. Nee. Na, ah, jetzt muss ich gehen, ne? So, jetzt regel ich ja mal eben ab. Zu. Komisch. Also was? Muss ich außen rum gehen. Wie ist die Kameraperspektive auch nervig, oder? Ja, ist auch nicht cool zu spielen gerade. Dreht sich viel zu schnell, da wird einem schwindelig. Wer kauft den Scheiß? Und jetzt der Biertyp. Voll viele Dinger in der... in seiner Tasche schon gekauft. Was ist das für ein Raum, Alter? Keine Ahnung, ey. Hier hinter Gitter muss irgendwas sein. Machen wir die Tür auf, damit wir gleich hier durch können. Ja. Immer alle Türen offen machen. Macht Sinn. So wie wir beim Escape Room. Immer schön die Kofferraumtür auflassen. Genau. Ach, die haben wir offen gelassen, ne? Ja. Dann dachte sich, gehe ich da rein, das ist klar so. Das mit, meinst du, das hat die sich einfach so aus Scheiß überlegt, spontan? Oder das macht die immer? Ich glaube, das macht die öfter. Ja, das ist wieder ein Nichts. Aber Hauptsache 1 Million Regale. Irgendwo was drin. Hm. Hallo, alte Freunde. Oh ja. Auf jeden Fall erschrecken.
die Gelegenheit ist einfach zu verführerisch. Allerdings. Der tötet die direkt. Schon mal gesehen, wie sich ein Mann in die Hose scheißt? Das werdet ihr gleich. Ja, haben wir schon gesehen. Ja, haben wir. Ja. Meinst ich glaube ja. Okay, fehlt nur ein Versteck. Geniales Versteck. Hallo? Hey, wenn du mich erschrecken willst, daraus wird nichts. Keine Angst vor Clowns? Nein, sie sind witzig. Und du hältst das hier wirklich für witzig? Ich meine, ja. Wow. Und wie witzig ist das, kleiner Junge? Willst du dich mit mir und 20 hübschen Clownfreundinnen in einen kleinen Wagen quetschen, als wäre es nichts? Was? Chance vertan. Aber nicht vergessen. Ja. Ich glaube, wenn man das später spielt, wird das echt gruselig. Das ist jetzt schon irgendwie gruselig, weil man das nicht so richtig sehen kann, alles. Ich finde das eher nervig, dass man nicht so richtig sehen kann. What? Quote to what? Baupläne für Reparaturen am Schornstein der Lodge. Was geht aus den handgeschriebenen Notizen hervor? Stand da was? Ja. Na, werden wir es wohl nie erfahren. Klar, mal eben kurz gucken. Kann man doch bestimmt hier nachgucken, oder? Beweismaterial. Okay. Vielleicht muss er rechts auf... da ist es, oder? Nee. Ja. Aus den handgeschriebenen Handnotizen geht hervor, dass Chris Hackett im Moment das Geld dafür fehlt. Ach so, okay. Wo steht das? Bei mir steht das ganz rechts. Ach da, alles klar, okay. Finde Partykram. War da nicht was am Tisch in der Mitte? In den Boxen? Oder sah das nur so aus? Ich dachte, da wäre so ein... Nee, sah nur so aus. Als wäre da so ein... Boah. Hinweis. Was? Voll die komischen Geräusche. Von hier kommen die. Wo glotzen die immer hin? Das ist je nachdem, wie ich die Kamera drehe. So. Die Kühlschränke, die waren voll laut. Hier gibt's keinen Partykram. Nee, ne? Hier komme ich her. Hier bin ich schon einmal durchgegangen. Hier ist nix. Ja, dann ist da halt nichts. Gehen wir raus.
Kann man nicht, wa? Nee, kann man nicht. Boah, das nervt voll. Ich hasse sowas, wenn es irgendeine Sache ist, die man machen muss. Weil ich bei Guardians of the Galaxy gestern gehabt. Das nervt ja mich voll. Und ich schnall's manchmal einfach nicht. Manchmal ist es so läppsch. Ja. Vielleicht kann ich hier hochklettern. Ich kann auch nichts machen, ich kann nur gehen. Da. Ach, das hatten wir auch schon. Ja. Hier ist eine Tür. Ah. Wo führt die wohl hin? Versperrt. Jacob! Sieh dir das an! Eine Tür. Also dann. Geil. Tür. Sein Auftritt. Sieh fest, denn du triffst gleich auf deinen Meister. Zack, Fuß gebrochen. Da. Nice. Woo. Wow. Ja, leck mich doch fett. Sieh sich das einer an. Was denn? Ja, ich frage es mich gerade auch. Ist er böse, wenn wir ihn bestehlen? Was? Nein, er hat uns im Stich gelassen. Hier geht's um Menschenrechte. Oder so. Sicher, klar. Gut. Mal sehen, was es hier zu holen gibt. Festhalten, sonst fällt die Tür ins Schloss. Oh. Ja, Mann. Hier ist Bier. Das reicht. Boom. Das reicht für 7 Leute. Ja. Jeder kriegt eine Flasche. Noch nicht mal, das ist nur ein Sixer, ja, ne? Ja, sind das 7? Ja, ne? Das sind, ja, ich glaube 8 sogar. Oder 8. Ja. Oh. Jacob, oh. Sieh mal hier. Was? Ich kann hier nicht weg, sonst fällt die Tür zu. Sieht aus wie Campingvorräte. Oh, okay, da sind Zelte an der Feuerstelle. Los, gehen wir. War das ein Bär? Genau. Oh, cool. Was ist das? Ach, da steht der Code drauf. Guck mal. Cool. Und ein Code. Okay. Fertig. Cool, dass sie die Waffe einfach mitnimmt. Ja. Was war's, ne? War da nicht noch irgendwo was? Ich spiel's einmal durch. Achso, okay. Da links, das hat sie schon. Das hatte ich schon. Nee, noch weiter links. Ah, das habe ich nicht gesehen. Ja, leere Box. Ja, war ja auch nix. Die Knarre echt behalten, hä? Ja,
Für Bären. Okay, also ich suche dann mal was, um diesen ganzen Kram hier zu schleppen. Was hast du denn noch außer dem Bier? Diesen ganzen Kram hier zu schleppen. Die Armeeladung Partyspaß. Jetzt gehen wir hier die Abkürzung. Ja, zum Glück haben wir die gerade aufgemacht. Ja. Wir müssen auch nicht mal selbst drauf kommen. Ja. Bin drin. Ah, sehr gut. Ah, Shell. Was ist noch da drin? Nur noch Feuerwerk. Feuerwerk? Ja, aber wir sollten es... Nein, Emma. Feuerwerk. Wo sollten wir das Feuerwerk da lassen? Okay, du hast recht. Keine Ahnung. Vielleicht wollen wir dann irgendwann nicht auf uns aufmerksam machen. Feuerwerk! Oh, und sagte ich schon, Feuerwerk? Hey! Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der aufgeregt wirkt. Ich habe hinten so zerfetztes Gepäck gesehen. Das sah ziemlich übel aus und ich glaube, da war auch Blut dran. Oh, oh, stopp, stopp! Nicht bewegen! Oh, Mann! Peanut Butter Butter Pops. Das sind meine Lieblings-Butter Pops. Peanut Butter Butter Pops. Was sind Butter Pops? Nein. Was? Ich fass es nicht. Okay, Pop, pop, peanut butter, butter, pop. Pop, 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 I'm in your mouth. Pop. Oh mein Gott, der beste Snack überhaupt. Aller Zeiten. Was ist das, sowas wie Popcorn? Was? Nein. Ganz. Vollkommen anders. Eine ganz eigene Art von Snacks. Weißt du was? Ich hatte nennt sich Chips. Oh Mann, du bist so lieb. Okay, warte, ist ein Haltbarkeitsdatum in der Tüte? Sind das einfach Flips oder was? Erdnussflips? Oh mein Gott, 20 Jahre alt, okay. Oder? Ich glaub schon. Das heißt, mindestens haltbares. Du wirst sie lieben. Die Dinger vergammeln doch in Millionen Jahren nicht. Ja. Draußen habe ich eine Schubskarre. Chemie pur. Groß genug für Kisten und allerlei Zeug. Ich will nicht, dass es dunkel wird. Kiste? Warum? Das meint einen Behälter. Ich hab jetzt schon Angst. Oder Po. Nein. Das davor. Warum? Hier passiert doch nichts. Hier passiert nichts? Hier passiert doch bis jetzt nie was okay. Passiert. Das ist, wie so ein ihr? Oder mir? Niemandem hier. Achso. Verstehe. Hä? Ich schnall's nicht, was du meinst. Ich meine, in diesem Spiel passiert nichts. Wir laufen okay, immer nur also rum und zwischen Regalen hin und her und. Ja, aber das ist es ja gerade. Wird die Spannung wird aufrecht getrimmt. Denkt man, kann doch nicht so langweilig sein. Und dann, wenn man nicht damit rechnet, wenn man denkt, es geht so weiter. Wenn man 5 Stunden voll gelangweilt wurde, dann kommt der Moment des Spiels. Genau. Okay. Das heiligt. Und das ist wie bei DSA. Es zieht sich jetzt voll, wenn man an vielen Spots spielt. Magische Quelle. Okay. Ja. Klar, ich schließe das hier nur noch eben an. Und Energie. Podcasts. Ja. Okay. Wie heißt der Podcast, den du gerade hörst? Bizarr oder banal. Also Geisterkram? Mehr so, ja, also alles Unerklärliche. Die Frage, ob es ein echtes Phänomen ist oder eher banal. Anal? Hat er den echt jetzt gebracht? Echte. Ja, genau.
Das ist jetzt der Einzige, der mir sympathisch ist. Endlich normale Leute. Ich weiß nicht, Mann. Ich find's nicht in Ordnung, so rumzuschnüffeln. Okay, wenn du meinst. Ich meine, komm schon, was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen? Alle. War immer cool zu mir. Ja, dann mache ich mal halbstarken Attacke und durchsuche mal alles hier. Hey, gib mal deine Nummer, ich ruf dich an. Wieso? Ja, genau, wieso? Damit ich dich zu einem Date einladen kann, Mann. Mm, smart. Wenn ich damit eine Mobilnummer anrufe, explodiert. Ryan wirkt interessiert. Was? Wer ist dran? Okay, das war gruselig. Was denn? Wird so einer reingeatmet, so. Und du hast nicht versucht, anzuflirten? Mhm. Verdammt, hab ich gehört. Vielleicht, weil ich gerade gelabert habe. Bailey, I'm Caleb Hackett. We're the kids, huh? Ich mag sie. Ja, ich auch. Aber sie sind ziemlich eigenbrötlerisch, So. Oh, ne, Luke. Oh. Jetzt wird's gruselig. Oh, was ist das? Hörst du das? Ist das eine Falltür? Wie stolz er da steht. War klar, natürlich, dass der streng geheime Six Dungeon hier irgendwo ist. Ja, ja, ja. Ich wette, Mr. H steht auf richtig schräge Sachen. Ich glaube nicht. Waren da nicht ein paar Betreuer, die nie aufgetaucht sind? Aha, warum? Geheimer Sex Dungeon. Das ist nicht witzig. Sie führt wahrscheinlich nur in den Keller oder so. Mach doch auf. Alter, was für ein Keller? Das sind doch nur so scheiß Holzbaracken da, ey. Ja. Okay, tja, sieht aus wie Stund der tiefsten Hölle, also. Ganz schön theatralisch. Geh runter und guck, du passt da bestimmt durch. Sicher nicht, geh doch selbst. Weg gewählt. Sonst haben wir die Ersten, die sterben. Muss gleich weit sein. Runter. Ja. Was siehst du? Das ist allein schon mysteriös, oh mein Gott, ne? Ryan, du wirst es nicht glauben. Was? Was hast du nichts gesagt? Allein das ist schon komisch, dass unter so einem Sommercamp so ein mega hoher Keller ist. Ja, das ist ja da, wo die am Anfang gestorben sind, ne? Spooky hier unten. Ja. Das riecht ganz komisch, also. Kann sein. Ja, okay, ich komm wieder hoch. Ist der bequem, so ein will ich auch. Du kannst nur hoffen, dass Mr. H nicht mitkriegt, was du hier mit seinen Sachen machst. Lingelingeling. Oh, sorry, Mann. Ich geh mal ran, einen Moment. Hallo, Hackett's Quarry Sommercamp. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Was kann ich an diesem wundervollen Sommertag für Sie tun? Wen wolltest du nachmachen, Mr. H? Ja, aha. Ja. Ja, ich. Sie haben völlig recht. Er muss wirklich netter zu Dylan sein. Und, was noch? Also, er soll Dylan auch seine Nummer geben. Naja, das ist schon recht forsch, aber ich sehe mal, was sich machen lässt. Smart. Ist er echt schwul, oder was? So sieht's so aus.
Oh, Laura Kearney und Max Brindley. Oh ja, das sind die, die nicht aufgetaucht sind. Ja, wegen diesen Noobs mussten die anderen doppelt so viel arbeiten. Noobs. Jetzt wissen wir doch schon, warum die nicht aufgetaucht sind. Wir. Der Typ ist auf jeden Fall Moose, aber was mit ihr ist, wissen wir nicht, ne? Weil die hat nur die Spritze in den Hals bekommen. Ja, stimmt. Ey, wozu das Gewehr? Nimm es. Chris, Mr. H meinte, es ist für Bären. Bären? Hier? Ja. Mit ihren Bären, ne? Dem Gewehr. Lass es doch einfach. Nein, wir nehmen es auf jeden Fall. Ach scheiße, ich hätte die Bärantwort nehmen sollen. Bro, was wenn wir heute Nacht beim Feiern draußen im Wald auf Tradition Freaks bei dem Spiel. So psycho, most dangerous game-mäßig drauf sind. Meinst du Menschen, die Menschen jagen? Ja. Ja, also ich denke mal wieder nicht. Dann ist vorbei. Die Jagdsaison fängt gerade an. Der gehört dazu. Was wenn, okay. Stimmt. Sagen wir mal, was wenn jemand uns umlegen will? Im Ernst? Tja, dann müssten wir uns wohl irgendwie schützen. Exakt, deshalb brauchen wir das Gewehr zum Schutz. Ja, nein, auf keinen Fall. Und einfach aus Spaß? Nein? Okay. Ja, ja, total. Los, trotzdem. Also, wir wissen, wo sie ist. Nur für den Fall. Na gut, Mann. Wir wissen, wo sie ist. Kann ich das jetzt trotzdem nehmen? Jo, lass das Gewehr da, Mann. Und alle guten Dinge sind drei, oder? Ja. Dylan, lass den Scheiß machen. Hey, sorry. Ryan wird nervös. Wie sich so eine Waffe anfühlt. Ich hab... Ja, sorry. Lass es. Wollte mit deinem Hängeglubschauge. Mach nochmal. Ja? Versuch mal, gucken, was passiert. Da kannst du angucken. Ach so, okay. Jo, Meister, gib mal die... Entschuldige, soll ich das lieber dir überlassen? Bist du kein bisschen neugierig? Ich fass auch nichts an. Gut. Aber wehe, wenn nicht. Ich verspreche nichts, aber... Andi lachte. Yeah. Du redest Blödsinn. Oh. Frische Sachen. Mr. H weiß, was er mag. Ja, ganz sicher. Wow, da ist... Yo. Hey, vielleicht sollten wir... Yo. Ryan? Wow, was ist das? Diese Monitore, das ist das Camp. Oh. Hat Mr. H uns überwacht? Nein, nein. Das sind die Duschen. Ich meine, nein. Nein, das kann nicht. Das sind nur... Das ist mein Zimmer. Das ist meine Toilette. Das wäre nicht so beunruhigend. Dann wäre einfach nur ein Perverser. Nee. Spioniert nicht die Kids aus, sondern beobachtet Sachen im Wald. Das sind einfach normale Wildkameras. Was sind Wildkameras? Die stellt man auf, um weirden Kram zu filmen. Okay, ja, und was? Wie Bigfoot und so. Solche Bären. Mhm. Verschmitzt. Ich weiß gar nicht, dass Mr. H auf solche Sachen steht. Shit, vielleicht mag er den Podcast, den du gerade hörst. Jeder braucht ein Hobby. Was für ein Hobby? Ja nun, was will man hier sonst anstellen? Ja, ich kann mir vorstellen, dass das Camp ziemlich einsam ist, wenn sonst keiner hier ist. Ja. Okay, nur warum macht man sich dann die Mühe, den Raum
in einem Kleiderschrank zu verstecken? Das ist eine gute Frage. Versteckt ist übertrieben, er ist nur hinter so Zeug. Ja, das ist, was ich meine, Ryan. Das ist weird. Mega suspekt, ich Mann. Ich widerspreche dir ja nicht, Mann. Ich wette, da ist was nicht ganz koscher. Dylan, das geht uns nichts an. Und wenn es dich wirklich interessiert, dann... Guckt euch doch mal um. Ich hab sicher, doof rum zu labern. Ne? Frag ihn. Genau. Okay, ja, mach ich vielleicht. Na dann. Mir reicht's mit diesem Versteck. Viel Spaß. Hey, aber du gibst zu, dass es ein Versteck ist. Ja, klar. Ein Bild von sich selbst da hängen. Ja. Ja, nimm das. Ah, Max. Das war's. Mehr kann ich hier nicht machen. Scheinbar nicht. Jetzt sehe ich was. Das kann sein. Okay. Schon nicht sein. Und warum weiß der, wo die Kameras sind? Gute Frage. Okay, nicht so spannend. Nicht so spannend. Kommt ein Typ hin und danach klappt die Kamera nicht mehr. Nicht spannend. Nee, ist normal. Das war ja ein dezenter Hinweis. Dass sie nicht mehr laden, oder was? Ich hab den Hinweis wirklich nicht verstanden. Nee, dass die schon bei 32% waren, eben hatten die gar keinen Akku. Achso. War da in dem Raum jetzt nichts außer diese scheiß Gitarre, oder was? Ich konnte nichts machen. Alter. Wow, ein paar von den Sachen sind ganz schön heftig. Ja, boah, wer ist das? Da nicht dran. Ah, ist unspannend. Sein Kumpel. Kann ich auch nichts machen. Will ich nochmal reingehen? Ja, aber ich habe ja auch nichts gesehen. Gitarre? Ja. Hä, wo ist der Ausgang? Runter, da ja. Ich hätte auch alles schon, ne? Ja. Nice. Vollgeladen. Vollgeladen bei 28%. Hey, wieso geht das nicht? Also. Hey, fertig. Okay, cool. Gehen wir. Danke. Der Elchs Kettensäge wäre es einfach. Tausch mein Mikro jetzt. Ja. Krass, ey. Ja. Du hast mich gesehen? Ist besser. Hm. Nur im Vorbeigehen. Die Kunstkette liegt doch ganz weit außerhalb. Oh ja, nun, ich kenne. Wir hatten gerade einen Synchronzug. Ja? Hm?
Wirklich komplett synchron. Du darfst entscheiden. Oh mein Gott, alles okay? Alles okay. Komm, ich helfe dir. Ich brauche keine Hilfe. Ich bin eine Feministin. Ne, ich kann steuern, oder? Ah, ne, gar nicht. Oh, hat sich nur so angefühlt. Wahrscheinlich die gleichen Moves gemacht wie ich, ja? Die ist gerade zufällig in die Richtung gegangen, in die ich auch gedrückt habe. Ja, geil. Sieht aus wie eine Ranger-Bahn. Da, ich kann zum Wechseln Wasser probieren, vielleicht für Ranger. Oh. Eine Vorratskiste für Ranger oder so, wenn sie draußen im Wald sind. Nackte Ranger? Sieht fast so aus. Links oder geradeaus? Links. Links, ne? Kann man auf der Karte sehen, wo wir sind? Wo war die Karte? Keine Ahnung. Da, Camp heißt die Karte. Nee. Man sieht nicht mal, wo wir sind, ne? Ja, doch hier. Ach, das sind wir? Okay. Ja, gut. Der Weg muss ganz in der Nähe sein. Oh, ich weiß, wo wir sind. Echt? Komm her. Hier, halt mal. Sicher. Der Ausblick ist... Okay. Wow, Abby, das ist echt gut. Hey. Nein, nein, das ist nichts. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Das sind nur grobe Skizzen, aber sie helfen mir, mich später besser an alles zu erinnern. Wirklich cool, wie gut du dich selbst kennst. Ja, gut möglich. Ich meine, nicht jeder weiß, wo seine Stärken liegen, verstehst du? Du hast ganz sicher viele Stärken, Nick. Ich meine, kann sein, ich weiß. Nur nicht welche. Du findest es raus. Ja, was ist denn jetzt hier? Ja, keine Ahnung, ey. Ein Wildschwein. Ist vermutlich nichts. Nein, hör mal. Da ist irgendwas. Oh, aber da ist die Mama auch nicht weit, oder? Ja. Er ist so winzig. Mein Gott, er ist so süß. Sachte. Sachte. Rette, Abby. Lass den Scheiß.
bist in Gefahr. Eine rätselhafte Kreatur ist hinter dir her. Ein Bär. Damit die Bestie denkt, dass du nur totes Fleisch bist. Denn Kadaver sind für dieses Raubtier uninteressant. Achte darauf, wie sich die Anzeige oder die Geräusche verändern, je gefährlicher es wird. Wenn die Gefahr vorbei ist, renn weg. Wähle den richtigen Moment und dann lauf um dein Leben. Aber Vorsicht, wenn du im falschen Moment atmest oder wegläufst, erkennt die Bestie dich als verlockende Beute. Das kann tragisch enden. Sollen wir versuchen, die überleben zu lassen oder sollen wir den sterben? Ich habe jetzt nicht geschnallt, ich habe jetzt einfach gedrückt. Zumindest hat sie ihrem Schweinemann was zu erzählen. Woher weißt du, dass es die Mutter war? Ich konnte alles sehen. Sie wollte mir an die Wäsche. Oh, deine süße kleine Freundin. So klein war sie gar nicht. Boah, ich bin voll in love. Ja? Meinst du, ist er? Ja, sie auf jeden Fall. Ach so, sie. Ja. Wir sollten zurückgehen. Ja, sollen wir für heute mal Ende machen? Ich bin langsam echt müde. Ja, kann man machen. Also ist hier mal wieder nichts passiert. Ja. Speichert er automatisch? Wie war das nochmal? Weißt du das noch? Ne, weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich reicht's, wenn du ins Hauptmenü gehst.